Wir möchten hier diese Brüche addieren. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. Das heißt, wir setzen sie auf einen gemeinsamen Nenner. Hier werden wir den ersten Bruch um 5 erweitern und den zweiten Bruch um 3. Das heißt, im ersten Bruch 4 Drittel multiplizieren wir unten und oben mit 5 und im zweiten Bruch 2 Fünftel multiplizieren wir unten und oben mit 3. Warum machen wir das? Weil wir so einen gemeinsamen Nenner 15 haben und somit brauchen wir die Zähler nur zu addieren. Durch dieses Erweitern erhalten wir also diese Summe. Es sind 20 Fünfzehntel plus 6 Fünfzehntel, also 26 Fünfzehntel und diesen Bruch kann man nicht vereinfachen. Zweites Beispiel. Da die zwei Nenner einen gemeinsamen Teiler 2 haben, ist der kleinste gemeinsame Nenner nicht ihr Produkt. Wir finden ihn einfacher, indem wir hier mit 3 multiplizieren, dann erhalten wir 12 und hier mit 2. So erhalten wir als gemeinsamen Nenner diese 12 kleiner als das Produkt 24. Man muss aber nicht unbedingt den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Man kann auch einen größeren nehmen und hinterher eben die Antwort noch kürzen. Im ersten Bruch haben wir unten und oben mit 3 multipliziert und im zweiten Bruch unten und oben mit 2 multipliziert. Somit erhalten wir 9 Zwölftel plus 10 Zwölftel. Und 9 Zwölftel plus 10 Zwölftel, das macht 19 Zwölftel, Bruch, den man nicht mehr kürzen kann. Jetzt hier. Hier ist diese 12 ein Vielfaches von 3, also brauchen wir den zweiten Bruch nur um 4 zu erweitern und somit haben wir den gemeinsamen Nenner 12. So erhalten wir also 11 Zwölftel plus 16 Zwölftel und das macht 27 Zwölftel. Aber das ist noch nicht die Endantwort, denn diesen Bruch kann man noch kürzen und somit erhalten wir 9 Viertel. Jetzt bei dieser Übung. Wir sehen deutlich die 39, das ist 3 mal 13, und diese 156, das ist 12 mal 13. Also können wir diesen Bruch durch 13 kürzen und dann bleibt 3 Zwölftel, das ist ein Viertel. Wer natürlich sieht, dass 156 genau das Vierfache von 39 ist, der kann diesen Bruch sofort in ein Viertel kürzen. Jetzt brauchen wir nur noch diese zwei Brüche zu addieren. Dazu machen wir sie gleichnamig, indem wir hier mit 13 multiplizieren und hier mit 2. Wieso machen wir das? Weil wir so einen gemeinsamen Nenner 52 finden. Und somit bleibt noch als Rechnung 13 plus 34 52stel. Und das macht 47 52stel. Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Kommen wir zum letzten Beispiel. Diesen Bruch kann man nicht kürzen, diesen auch nicht. Also suchen wir einen gemeinsamen Nenner. Wir finden hier den kleinsten gemeinsamen Nenner, indem wir hier um 2 erweitern und hier um 5. Das heißt, im ersten Bruch multiplizieren wir unten und oben mit 2. So erhalten wir als Nenner 450. Und im zweiten Bruch multiplizieren wir unten und oben mit 5. So erhalten wir denselben Nenner 450. Die Rechnung führt also zu dieser. Es sind 8 plus 55. 450stel. Und 8 plus 55, das macht 63. Diesen Bruch können wir aber noch kürzen. Wir können ihn durch 9 kürzen und finden so 7 Fünfzigstel.